Hallo Freunde, schönen guten Morgen. Ich möchte euch heute mal in der slawischen Abtauschvariante eine Nebenvariante vorstellen. Eine Idee, die ich letztens selber auch erst kennengelernt habe und die ich sehr interessant empfand. Und zwar hier den Zugläufer G5. Damit verlasse ich mehr oder weniger so die theoretischen Pfade. Was ist die Idee davon? Dieser Läufer hier, ja. Grundsätzlich steht er auf dieser Diagonale. Das heißt, der Schwarze hat Schwierigkeiten, E7, E6 zu spielen und seine Figuren zu entwickeln. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn er den Springer rauszieht, so wie er es in dieser Partie auch gemacht hat, möchte ich einfach auf F6 schlagen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten für Schwarz, nämlich hier auf F6 mit dem G-Bauern oder mit dem E-Bauern zu schlagen. Und bis jetzt haben alle meine Gegner mit dem G-Bauern geschlagen. Ich schätze mal, das liegt daran, dass nach E schlägt F einfach hier ein Isolani entsteht. Und den kann ich, na, problemlos ist übertrieben, aber den kann ich ja sicherlich angreifen mit Springer C3, mit Dame B3. Das geht schon relativ schnell dann. Gegebenenfalls nach E3 auch noch mit Springer E2, F4. Oder den Läufer nach F3 oder sowas. Den kann ich, so Gott will, einigermaßen solide angreifen, ohne dass ich selber eine Bauernschwäche hätte. Und deswegen glaube ich, ist E schlägt F4 einfach nicht gut. Und deswegen kommt G schlägt F. Und jetzt, das ist ja so eine Art, wie beim Trompowski, da kennen wir es her. Mach nochmal eben D4. Trompowski wäre jetzt ganz frühes Läufer G5. Hier hat Schwarz auch Möglichkeiten, ne, das abzuweichen. Aber um auf die Ähnlichkeiten der Stellung einzugehen, D7, D5 ist einer der Hauptzüge für Schwarz im Trompowski. Und hier würde nach dem Schlagen dieses E schlägt F noch gut funktionieren und ist auch eine der Hauptvarianten für Schwarz. Denn dieser Bauer hier ist im Vergleich zu unserer Variante im slawischen Damengambit jetzt nicht isoliert, denn ich kann den mit C7, C6 decken. Und wenn, ja, ich mach mal einen Zug, wenn ich den irgendwann mit C4 angreife, dann decke ich den natürlich nicht mit C6, weil dann würde ich wieder diesen Isolani-Stellung erreichen, sondern dann nehme ich den raus, und dann habe ich grundsätzlich keine Bauernschwäche mehr, außer diesen Doppelbauern, aber das ist noch nicht so dramatisch. Dafür hat Schwarz ja auch das Läuferpaar dann. Gegenwert. Genau. Und von daher, das wäre dann eine ausgeglichene Stellung laut Theorie. Beidseitig mit Ideen, keine Frage. Aber wenn wir das jetzt mal vergleichen mit unserem slawischen, da haben wir ja diesen Tausch hier schon durchgeführt. Und ja, das heißt, jetzt wird letzten Endes der Schwarze mit dem G-Bauern schlagen müssen. So, und jetzt haben wir auch die Konstellation. Der G-Bauer oder der Schlag mit dem G-Bauern verändert natürlich die Struktur. Und wir müssen uns mit zwei Dingen als Weiße jetzt grundlegend beschäftigen. Zum einen, dass die G-Linie aufgegangen ist, dass eventuell der Turm mal hier aktiv werden kann. Zum zweiten, ob früher oder später eventuell mal dieser Vorstoß E7, E5 möglich ist. Und gegen beides muss man so ein bisschen gewappnet sein. Und deswegen habe ich hier Springer C3 gespielt, was sofort den Druck auf den D5 erhöht. Und nach Springer C3 erstmal E3, meine Bauernkette schön decken, damit nichts passieren kann. Und jetzt kann ich mich, je nachdem wie Schwarz aufbaut, immer noch ja, entscheiden, wie ich mich aufbaue. Ja? Spiele ich den Springer über E2 nach F4? Oder spiele ich den Springer einfach nur nach F3? Ja? Und dann einfach E5 zu abzuwehren. Oder, je nachdem, wie Schwarz sich aufbaut. Und hier in dieser ersten Partie, in einer 15 Minuten plus 5 Sekunden Partie, gegen Osch, 1824, jetzt kein überragender Gegner, aber das war auch für mich das erste Mal, dass ich diese Stellung auf dem Brett hatte. Von daher eine gute Gelegenheit zum Üben. Und hier hat der Schwarze mit Läufer G7 sich aufgebaut. Was einerseits natürlich
auf dieser Diagonale wirkt, wenn er zu E7, E5 irgendwie käme. Andererseits, ja, auf G7, wenn ich das Zentrum nicht aufgebe, beißt der letzten Endes hier auf Granit. Ja. Und tja, also ich halte den Läuferzug nach G7 wahrscheinlich für nicht so gut. In der Partie hat sich das auch bestätigt, aber gut, das ist ja jetzt noch kein endgültiges Kriterium. Wir schauen mal, wie die Partie weiterging. Ich habe mich mit Springer E2 und Springer F4 aufgebaut, was jetzt schlicht und ergreifend diesen Bauern hier angreift. Und ich hatte jetzt ganz, ganz stark mit E7, E6 gerechnet, was diesen Bauern deckt. Aber diesen Läufer hier natürlich einsperrt. So, und jetzt war die Idee, dass ich hier von F4 aus jederzeit mal nach H5 hüpfen könnte, zum Beispiel, um eventuell den Verteidiger des Königs zu entfernen. Also hier war ich mir relativ sicher, dass ich ein solides Spiel habe, weil dieses E6, E5 quasi erstmal nicht geht, weil der D5 dann fallen würde. Und weiter kam ich mit meinen Berechnungen noch nicht, denn mein Gegner hat hier mit König H8 den D-Bauern abgegeben. Wahrscheinlich, er hat es wahrscheinlich einfach nicht gesehen und wollte hier auf der G-Linie irgendwas machen. Deswegen ist die Partie jetzt auch nicht so ganz spannend, dass ich den Bauern weggenommen habe. Zeige ich mal im Schnellformat, wie es weiterging. Jetzt den Läufer nach D3 Richtung H7 in Verbindung mit Dame H5 sicherlich schon eine ernstzunehmende Drohung. Springer B4, Läufer B1, ich rette meinen Läufer und Schwarz spielt E5. Und wenn ich jetzt den Springer hier natürlich einfach wegziehe, ja, wer weiß, ja, der könnte er vielleicht hier schlagen, zum Beispiel. Oder er könnte hier mein Zentrum öffnen und dann würde mein König eventuell in Gefahr geraten, hier mit Turm E8 auf der E-Linie. Vielleicht kriegt er da noch irgendwelche Kompensationswerte, das weiß man alles nicht. Aber es gibt einen viel stärkeren Zug, nämlich Dame H5. Und wir sehen, dass der Läufer und die Dame hier jetzt einfach matt drohen. Und das kann ich nur noch abwehren als Schwarzer, indem ich H6 spiele. Aber nach Dame F5 ist diese Diagonale wieder verstärkt. Und jetzt muss ich E5, E4 spielen. Ja, damit ist mein Zentrum gesichert. Mein König wird auch nicht in Gefahr geraten. Und mir fliegen die Tauben quasi ins Maul, dass ich diesen Bauern hier einfach nehmen kann. Denn diese Drohung Richtung H7 ist ja immer noch da. Und deswegen hat der Läufer C8 gespielt. Das macht auch Sinn. Dame von dieser Diagonale vertreiben. Ich bin nach B5 gegangen, denn hier hole ich mir ein Tempo gegen den Springer. Der wird gedeckt. Und dann kann ich Rochade machen und jetzt habe ich, ja, einfach zwei Bauern mehr und eine bessere Stellung. Jetzt kam wieder Läufer A6 mit der Hoffnung hier auf den Spieß. Aber Dame F5, ja, legt den Finger in die Wunde dieser Diagonale. Dann muss er doch wieder zurück. Und nach Dame H5. Ja, hat Schwarz keinerlei Gegenspiel. Und die Partie ging relativ schnell auch zu Ende. Der Springer möchte jetzt hier über F5 den H6 ins Auge nehmen. Und ja, wenn Schwarz hier schlägt, schlage ich zurück und dann ist hier matt. Und ja, ansonsten ist der H6 einfach weg und dann ist der König auch offen und dann wird es auch irgendwann früher oder später matt werden. Und Springer C2 hat jetzt auch nicht geholfen. Die Idee ist natürlich gut, ja, hier diese Diagonale zu blocken. Aber nach Turm C1 ist diese Fesselung hier. Ja, geht dieser Springer einfach verloren. Schade. Und ja, der Rest der Partie ist im Grunde unwichtig. Er hat sich auf diese Weise matt setzen lassen. Ja, das war meine erste Erfahrung mit diesem Läufer G5. Oh, der ist aber super. Muss noch mal probieren. Und ja, meine zweite Erfahrung zeige ich euch auch nicht in einer 10-Minuten-Partie gegen einen 2006er. Hat er hier Dame B6 gespielt. Und ja, das ist natürlich die Kehrseite der Medaille, sage ich mal, wenn der Läufer hier rauszieht, ja, von hier und diesen Punkt hier vernachlässigt.
keine Frage. Aber jetzt kann ich ja nicht den Läufer zurückziehen, ne? Oder B2, B3 kommt ja auch nicht in Frage, weil es einfach keine Figur entwickelt. Dann gebe ich lieber diesen einen Bauern ab mit Springer C3 und möchte ja, einerseits hier selber hier angreifen, ne? Und einen Entwicklungsvorsprung kreieren für diesen Bauern, falls er den schlägt. Nach Springer C6 muss ich mit E3 erstmal meinen Bauern hier denken. Ja, und jetzt hatte ich eine Partie, wo er hier auf B2 geschlagen hatte. Hier in der Partie, die zeige ich gleich, hier in der Partie hat er erst noch mit E7, E6 gespielt, um den Bauern D5 zu decken. Und jetzt kommt der sehr häufige und sehr typische Damenfang-Manöver-Trick A2, A3. Und ja, spätestens wenn der gespielt wurde, müssten die Alarmglocken im Grunde überall bei jedem Spieler von Schwarz angehen, denn dieses Feld B4 ist jetzt nicht mehr zugänglich. Und so wie in der Partie kam, nach Dame B2, ist das Manöver Springer A4. Einerseits, ich greife die Dame an. So, wohin soll die Dame? Die Dame kann nicht, die kann nicht nach B6 gehen. Die kann nicht nach B5 gehen, wegen dem Läufer hier. Und vor allem kann sie jetzt nicht mehr nach B4 gehen, wegen dem Bauern. Und nach B3 nicht, wegen der Dame. Und nach C3 nicht, wegen dem Springer. Okay, jetzt wird's bunt, ja. Aber ihr seht, die Dame ist de facto gefangen. Und man kann jetzt noch mit einem Opfer, Läufer B4, Schach, die Dame tauschen, ja, dass sie nicht verloren ist. Aber dann habe ich als Weißer eine Figur mehr. Und ja, auch hier war der Rest der Partie jetzt nicht hochgradig spannend. Und hier nach Springer A6 habe ich jetzt einfach diesen Bauern blockiert, damit er nicht vorwärts geht. Und vor allem drohe ich jetzt taktisch Natur, den Läufer schlägt B5, denn auf Turm schlägt B5 könnte dann hier diese Gabel drohen. Und dann hätte ich diesen B-Bauern gewonnen, ja, diesen gefährlichen Freibauern in Anführungsstrichen. Und dann wäre sicherlich überhaupt kein Gegenspiel für Schwarz mehr vorhanden. So wie es kam, war es aber auch nicht besser. Er hat hier getauscht. Jetzt hängt der Springer C6. Und nach diesem Springer, den schlage ich einfach raus, denn jetzt muss er mit dem Springer zurückschlagen. Und dann hängt der nächste Bauer auf A7. Und jetzt habe ich einfach ja, meine Bauern gewonnen und eine Figur mehr. Und die Partie ging jetzt so weiter, dass nach Springer B4 ein nächster taktischer Trick noch drin war, nämlich Läufer schlägt B5, dass dieser Bauer, der ja scheinbar gedeckt ist, im Grunde gar nicht gedeckt ist, denn ich könnte mit Turm C8 dann, der Turm ist ja abgelenkt von der Grundlinie, und könnte ich diesen Turm gewinnen. Und deswegen nach Läufer B5 Schach ging der König nach D8, aber jetzt kam Turm D7 Schach, und jetzt kann, also Schwarz hat hier aufgegeben, denn würde er nach E8 gehen, hätte ich einen Abzugsschach mit dem Läufer. Und der Turm würde fallen und der da hinten auch noch. Und nach König C8 würde der Turm nach C1 kommen und ja, Schwarz wäre auch gleich in Gefahr. Respektive, dieser Springer ist jetzt weg. Ja, und der König ist immer noch in Gefahr. Ja, das war die zweite Partie quasi zu diesem zu dieser Eröffnung. Auch hier sehen wir wieder, dass es eigentlich ganz gut lief, auch wenn es nicht zu diesem Springer F6 kam letzten Endes. Ja, aber ja, diesem Dame B6 muss man ja immerhin rechnen. Und dann setze ich einfach auf schnellere Figurenentwicklung und spiele einen Gambit. Aber ich habe noch ein Beispiel. Moment. Und zwar gegen Barzug. Sowieso mit 2346, was ja sehr gut ist. Und es kam hier dieses Springer F6 aufs Brett. Und ja, einmal rausnehmen. Und hier sehen wir, dass der Schwarze sich nicht mit Läufer G7 aufgebaut hat, aber auch diesen Läufer hier nicht rauskommt. Denn wenn jetzt hier Läufer F5 käme, würde der typische Standardzug Dame B3 folgen, denn ja, wir wissen so wie eben, der Läufer,
dieses Feld hier B7 verlässt, kommt sofort die Dame mit Doppelangriff auf D5 und auf B7 und dann wäre schon ein Bauer weg. Und deswegen hat er hier E7, E6 gespielt und nach Läufer D3, Läufer D6, ja, haben wir eine ganz normale Stellung, allerdings ist halt dieser Läufer eingesperrt, sprich man kann hier noch nicht von dem objektiven Vorteil des Läuferpaares sprechen. Und ja, nach Springer E2, A6, Turm C1, normale Züge, F5, blockt diese Diagonale ab, hat aber den Nachteil natürlich, dass er diesen noch schlechter macht. Und ein bisschen dachte ich, dass dieser Springer jetzt vielleicht schlecht steht. Denn wenn dieser Springer jetzt hier zum Beispiel auf D7 stünde, könnte er über F6 Richtung E4 gehen. Das wäre sicherlich gut. Aber von C6 aus geht das, glaube ich, nicht. Von daher habe ich mir jetzt erstmal noch keine großen Gedanken gemacht. G3 gespielt. Und nach der Rochade konnte ich Springer F4 spielen. Und jetzt ist einfach der Unterschied, wenn er jetzt hier rausnimmt. Jetzt haben wir hier zwar beide die identische Struktur quasi. Ne, aber wahrscheinlich kann ich mit meinen Figuren schneller Richtung Königsflügel gucken als er mit seinen. Nur ein Gefühl, wird auch nicht viel los sein, aber sein Läuferpaar wäre jetzt wieder weg und ich glaube, ich hätte einfach noch den etwas besseren Läufer im Vergleich zu ihm. Ja, mein Turm ist schon draußen, hier auf C1. Seiner muss noch irgendwie erst was machen. Also das halte ich für einen leichten Vorteil. Deswegen hatte das auch nicht gemacht und König H8 gespielt. Und dann habe ich meine Dame hier in den Angriff eingeschaltet. Und nach Läufer D7 habe ich jetzt leider einen ja, relativ starken Zug ausgelassen. Und der hätte dann quasi schon unter Beweis gestellt, dass die weiße Stellung deutlich aktiver ist. Nämlich hätte ich hier den Zug Dame H6 machen können, was ja die sechste Reihe, und zwar hier diesen Läufer, der ist ungedeckt. Und damit fällt das Motiv mit Läufer schlägt F5 jetzt auch relativ schnell ins Auge. Das heißt, wenn er jetzt hier einfach einen Zug wie Turm G6 macht, was ja noch normal aussieht, um hier irgendwie Verteidigungsmanöver zu starten, kann ich auf F5 schlagen und hätte einen Bauern gewonnen. Ja. Plus natürlich die kaputte Struktur. Ja, der noch nicht mal. Aber die drei hier. Ja. Das geht also nicht. Und wenn er jetzt den Läufer hier decken würde, mit der Dame, kommt das zweite Motiv, nämlich, dass ich trotzdem schlage, denn nach diesem E schlägt F ist dieser Bauer hier ungedeckt und ich könnte den auf D5 mit beiden Springern nehmen. Der Unterschied ist, wenn ich mit dem C-Springer nehme, kann er seinen Läufer nochmal mit Schach wegziehen und vielleicht damit D6 spielen. Und deswegen ist wahrscheinlich Springer FD5 besser, mit Angriff auf die Dame. Wo soll die Dame hin? Zum Beispiel E6, dann kommt Springer F6. Und jetzt sehen wir, dass hier dieses Matt auf H7 nur noch mit Damenopfer zu verhindern ist. Also, vielleicht auch wenn der Zug Dame H6 nicht forciert gewinnt, aber der wäre schon sehr, sehr trickreich gewesen. Und hier muss Schwarz natürlich schon äußerst aufpassen. Und ja. Die Partie ging dann anders weiter und die habe ich dann verloren, weil ich hier übertrieben habe mit meinem Angriff. Wir können mal ganz kurz reingucken. Ich habe hier den Springer überführt, weil ich dachte, wenn er schlägt, kann ich mit dem Springer auch noch schlagen. Und die Hauptidee war jetzt von mir G3, G4 zu spielen, um diesem Läufer hier nach H7 ein Angriffsziel zu geben. Und nach Turm G8 schlage ich zurück auf F5 und er kann nicht zurückschlagen, ja, weil einfach dieser D5 natürlich wieder fällt, ja, und die ganze Struktur natürlich sonst auch im Eimer wäre, das geht einfach nicht. Und deswegen hat er hier den Zug Springer B4 eingeschoben, was vorsorglich den D5 deckt, aber das Tempo gewinnt auf den Läufer und dann E6, E5 gespielt. Und jetzt, ja, droht er natürlich selber hier auf D4
doppelt zu schlagen und mein Springer ist angegriffen. Und ja, jetzt im taktischen Gewühl, das war eine 3 plus 2 Partie, habe ich dann irgendwann taktischen Übersicht verloren und am Ende bin ich in einem Endspiel gelandet mit ja, zwei Minusbauern und offenem König und dann habe ich hier aufgegeben. Ja, aber trotzdem, ne, ihr seht, auch gegen den 2-3er, man kann sich vernünftig aufbauen und eine vernünftige Stellung erreichen mit diesem System. Und da man das Hauptziel, die theoretischen Pfade zu verlassen, hiermit schon mal sehr gut erreichen kann, werde ich das einfach nochmal weiter probieren. Und vielleicht gefällt euch der auch die Idee. Und probiert es mal aus. Erzählt mir, wie es für euch gelaufen ist. Und ansonsten, toi toi toi, wir sehen uns beim nächsten Mal.